Heute haben wir das 25. Jubiläum der Micheltafelaktionen gefeiert. Seit 1994 haben sich mehr als 16.000 Menschen auf inzwischen 199 Micheltafeln verewigt. Vier neue Tafeln mit 180 Gravuren sind heute neu hinzugekommen. Eine von ihnen war die Helmut-Schmidt-Tafel, auf der 72 Menschen Helmut Schmidt anlässlich seines 100. Geburtstags danken für alles, was er als Hamburger Ehrenbürger, als Bundeskanzler, als Minister für Deutschland und sie ganz persönlich getan hat. Höhepunkt des Jubiläums war die Übergabe der 200. Tafel als Jubiläumsgeschenk der Hamburger Sparkasse. Auf ihr haben 10 Liebeserklärungen Platz, die den Satz vervollständigen: Mein Herz gehört dem Michel, weil. Mein Herz gehört dem Michel, weil ich daran beteiligt war, diesen Michel zu reparieren. Unsere Firma hat den Turm oben gebaut. Mein Herz gehört dem Michel, weil Hamburg und der Michel meine große Liebe sind und ich mich hier sicher und geborgen fühle. Mein Herz gehört dem Michel, weil wir 2013 uns das Jahrwort im Michel gegeben haben. Mein Herz gehört dem Michel, weil es ein tolles Symbol für Hamburg ist. Weil er das Herz von Hamburg ist. Der Michel symbolisiert für mich im Moment einen Ort, an dem ich mich in Hamburg sofort wohlgefühlt habe und an dem ich immer gerne wieder hinkomme. Herr Dr. Vogelsang, Sie haben heute eine Aktion gestartet anlässlich des Micheltafeljubiläums. Was möchten Sie, dass die Hamburger tun? Wir möchten gerne, dass die Hamburger auf der 200. Tafel, die wir hier symbolisch abgebildet haben, ihre Liebeserklärung an den Michel abgeben. Das sollte keine ewige Poesie sein, sondern 100 Zeichen in etwa so, wie es hier symbolisch dargestellt ist. Eine Erklärung, warum der Michel ihnen ganz besonders am Herzen liegt und zu Hamburg gehört wie nichts anderes. Das Ganze ans Hamburger Abendblatt, per schriftlich oder per Mail, bis zum 15. Juni bitte. Warum soll man mitmachen, Herr Röder? Na, weil es sich einfach so gehört, als Hamburger da mitzumachen. Das ist da eine tolle Aktion. Wir sind unglaublich froh und dankbar für diese großzügige Spende der HASPA und dass wir das Abendblatt als Medienpartner gewinnen konnten für diese Aktion, dass unter den Einsendungen, hoffentlich hunderte von Einsendungen, die wir bekommen, dann die 10 besten ausgewählt werden, die auf diese Tafel kommen, die hoffentlich auch unterschiedlich sind und die ganze Bandbreite der Liebe zum Michel spiegeln. Das ist ein schönes Zeichen der Verbundenheit der Menschen in Hamburg mit unserer Kirche. Liebe Hamburger, wir freuen uns auf viele Einsendungen hier für die 200. Micheltafel. Liebeserklärungen an den Michel. An das Hamburger Abendblatt per Mail oder per Brief. Bis zum 15. Juni bitte.